Jojo, was geht ab, Freunde? Wir befinden uns gerade hier auf dem Weg, ja, nach Belgien. Wenn ich nach Belgien sage, dann wisst ihr, was das heißt, ja. Ja, es steht wieder ein nicer Vlog an. Diesmal alleine, der Abdel schläft den ganzen Vlog durch, ja. Der ist sehr, sehr müde. Nee, ihr wisst, was in Belgien abläuft, ja. Wir werden uns ganz kurz die Haare machen lassen. Die Glättung ist wieder rausgewachsen. Wir werden uns die Haare wieder chemisch glätten lassen. Und dann machen wir ein paar Bilder in Belgien. Ja, nein, weiß ich. Nee. Ja, machen wir das Headset drauf, alles gut. Alles gut, Süßer. Hast du gut geschlafen? Ja? Ja. Ich bin 2 Stunden allein gefahren, weißt du, ne? 3 Stunden schlafen. Okay, wir sehen uns in Belgien, Freunde. Du weißt, Frank, Walla, merkt ihr diese Etappe hier, ne? Die Leute wissen gar nicht, dass sich so hier 2 Stripes befinden, ne? Leute, wir haben im Auto, wie ihr sehen könnt, ganz viele Klamotten, ganz viele Jacken. Wir machen jetzt mehrere Bilder in Belgien, vorher gehe ich mir die Haare machen. Ja, macht doch so was mit. Pistazie Belladonna, guten Morgen meine Damen und Herren, wir befinden uns heute nicht in Deutschland, wir befinden uns in Italiano, wir sind in Italien meine Damen und Herren, komm, wir gehen jetzt erstmal in die Francesco Alberto, ja guck mal mein Bester. So, hier sind wir einmal in Mailand, in der Aravi Aralü, wir sind in Frankreich meine ich, in der Aravi Aralü, Francesco, si, prego, Alberto, grazie, prego. So, jetzt sind wir hier, ja, was soll ich erzählen? Dieses Gebäude hier wurde 1933 erbaut. Das war das Königreich des dritten Khan Yavi der Siebte. Der Khan ist gerade am Haare glätten. Der macht sich gerade frisch für seine Drama Party. Der hat jetzt am Wochenende eine Drama Party. Was? Der macht sich frisch, der macht seine Haare wieder tiptop ready. Hier ist hinter mir einer mit Roller, den schmeiß ich gleich durch den ganzen Laden hier. So, meine Damen und Herren, da vorne sind meine Kollegen. Wir werden doch einfach mal jetzt zu denen gehen. Die wissen gar nicht, dass ich da bin. Hey! Can I ask you a question? I'm from Germany. I'm from RTL. Do you know RTL? Yes, we do. Yes, I'm from RTL. I want to... What do you filming here? If I can. We're working actually. Ach, you're working. Yes, we're working for what? Baseball. You are from TV. Yes. Ah, like me. Okay, then I let you first work and then I make an interview. Hello, hello, grüßen. I come later. I go to eat something. Yeah, die haben gerade keine Zeit. Vielleicht kooperieren wir zusammen, dann vielleicht seht ihr mich dann im belgischen Fernsehen, wie ich einfach Interviews mache oder so. So, Tag 2, meine Damen und Herren. Ja, wir sind jetzt am zweiten Tag in Belgien. Gestern habt ihr hier ein paar Sachen gesehen, die wir getan haben. Spaß, es ist derselbe Tag. Ich habe mich gerade einfach umgezogen, weil wir Bilder machen. Das ist ein neues Outfit. Ja, der Khan, unsere Prinzessin. Nein, Spaß. Der Khan ist gerade seine Haare tiptop ready am machen. Wir haben den jetzt seit knapp 2 Stunden nicht mehr gesehen. Ich hoffe, dass der noch da ist und nicht ausgeraubt wurde hier in Belgien, weil man weiß hier nie, ne? Kriminalitätsrate ist sehr, sehr hoch. Wir gehen jetzt einfach mal vorbeischauen. Wir sind auch schon hier vorne beim Laden und gucken mal, wie weit der Carniboy ist. Meine Damen und Herren, wir waren doch im richtigen Laden. Wir sind aber hier in der VIP Chris Brown Ecke. Hier ist immer Tiger und Chris Brown, die Haare machen. Wallah, das gefällt mir gar nicht, wie der da liegt. Hi, grüßen Sie sich. Wallah, in welche Abstellkammer haben die dich denn gebracht, mein Lieber? Hi, wir bleiben in Verbindung, mein Lieber. Hallo, mein Lieber. Und, wie geht's? Hast du wieder deinen Pop Smoke ausgepackt, ne? Ja, klar. Ich hab doch gerade einen Auftritt gehabt hier. The Times Square. New York, hab ich gesungen. In New York. Ich hab fast kaputt geschlagen, den Typen am Anfang. Warum? Sjöller, komm, meine Haare. Das ist die Prägung, oder? Hast du richtig gemacht, Prägung. Ich war doch gerade mit dem dann 30 Läden. Wir haben dich gesucht. Und dann war ich in dem ersten Laden. Da waren so viele Leute. Ich bin richtig... Da hab ich da runtergeschickt. Ich war so nervös, der so... Ist so... Was geht? Ich hab einfach was geht gesagt. Irgendwann hab ich ihn so einen Anwalt gemacht, da meinte der, bitte.
geh in die VIP-Loge. Loge? Und so Drama Queen hat Hunger, der will Churros oder der will wieder irgendwas. Spaß, der meinte, oben ist eigentlich nur für Frauen da Halal-Raum. Da meinte, Männer müssen runter, weil da wird heute Abend noch Dings. Machen die heute Halal-Abend oben? Einfach nur meine Haare anschauen. Einfach nur meine Haare anschauen. Ja? Ich weiß, danke. Danke, ich. Ist doch okay, müsst ihr mir nicht immer wieder sagen. Ist okay. Wir sind hier lecker am Essen, ja? Abdel ist sehr hungrig. Abdel Bobo. How you feel like taste the chicken? Alhamdulillah, sehr. Yeah? Very nice. Yes, man. Okay. Thank you. Go and hungry. Enjoy your meal. Enjoy your meal. Mord, die kommen jetzt. Die Mordkommission kommt jetzt. Hier sind wir, hier! Mord, der ist tot, der ist schon tot. Ach, hier, hier! Warte, die kommen sogar mit Privatwagen. Hi, grüß dich, hi, alles klar? Hi, grüß dich, servus. Hi. Ist klar? Wie geht's? Wie geht's, mein Lieber? Ist klar? Wie geht's dir? Guck mal, wie viele Leute da sind. Krass. Guck mal, krass, wie viele. Ich hab Spaß gehabt. Mal auf. Sollen wir kurz zum Dr. Martens uns krank schreiben lassen? Einmal krank schreiben lassen. Ja, wir sind mal wieder in Belgien. Frag nicht warum. Einfach nicht fragen. Einfach gucken. Einfach nicht fragen, Tisha. Einfach nicht fragen. Einfach Video. Guck mal, ich sag euch nur eine Sache. Diese Tasche. Was meint ihr, warum die so gefüllt ist? Denkt ihr, da sind Bürsten und Geld drin? Nein. Nein. Was meint ihr, wie sowas in die Tasche gelangt? Damit wird jetzt unser Magen gefüllt. German? Kannst du Deutsch, mein Bester? Pakistanisch? Ja. Italienisch? Spanisch? Espanol? Latein? Griechisch? Aramäisch. Arabi? Aramäisch. 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 He's from Aramäisch. Ja, okay. Yes, English? Little bit. Little bit? Yeah. Chinese? Thank you. Brother. How much one waffle? 250. 250? 250? You make 2 euros? Every... Okay. schafft ihr eine? Yes, I schaff one. What, du auch eine ganze? My brother, this is expensive. Yeah, it's small. What? How much? Why is this expensive? No, it's not 250 this one, you know? How much? How much? 100 euros? It's 1 euro for one suit. Ah, okay. Was sind das? Pro Topping 1 euro. Also das heißt, wenn wir uns das nehmen, was wir wollen, sind wir gleich bei 250 Euro. He say, when he take this one, what he want, then it costs 250 Euros. Because I want everything on it. Slush eyes, this. Water! This card, credit card, I want on it. And this waffle, I want to eat it. I want this! Brother. I make me ah, sehr gut. Nice. Make you me a special one because Abdel Malik Zeit. He, der wird ganz schnell wieder reklamiert in die Abendkasse. Ihr lacht, Walla, also ich muss ganz. Alles gut, Kellner. Scheiße. Das hab ich ja gar nicht. Burak, tob dich aus, mein Süßer. Who take three? Tree? Boom oder was? Wie ist das denn? Ey Jungs, Wallah, ich schaff keinen einzelnen. So. Ich esse bei euch mit. Wallah, ich esse bei euch mit. Nein, nicht diese. Nein. Ich will selber genießen, so richtig essen. So, Story machen, rein. Ich kann nicht heilen. Da willst du mal mehr und so. Das nein, ich will nicht mehr. Ich will zwei Reihen. Wallah, zwei Reihen will ich noch. Wallah, mehr. Ja, aber nicht mehr. Ja, Bruder, du hast ja mehr. Er sagt die Hälfte. Ja, im Islam muss man teilen, Jungs. Ich weiß, deswegen, ich hol dir einen. Ich geb dir den. Auch wenn du nicht mehr schaffst, ich kauf dir den. Nein. Aber dann müssen wir das doch wegschmeißen. Ich esse den auch. Wir essen den. Heißen es denn, komm. Möge Allah uns alle recht leiten. Amen. Ja, sag auch Amen, Bruder. Meinst du, der merkt, dass wir einfach so ein Dings mitnehmen? Ah, ist klar? Hi, wie geht's? Grüß dich. Hey. Bleibe Verbindung, mein Lieber. Wir kommen später nochmal. Ich will mit Schokolade Blanc. Schokolade. Nutella Blanc? Boah. I take this one. Banana? Cherry? Or no, what is this? Ah, Strawberry? Die sehen auf jeden Fall nicht Walla von dieser Welt aus. And? Walla, warum sehen die so... Die sehen so richtig lecker. What is this for Strawberry? Ach, ist not echt. Strawberry. Ah, it's not real. Strawberry, yeah. Aber ist das real? Plastik. No, ah, Plastik. Yeah, it's for presentation. Ist das Shirin David? Hä? Huh? What? Ist das... This you make me a special one. We're from Germany. Come on, brother. Okay. 4 Euro ist vorbei. It's vorbei, 4 Euro. 4, no. I go to this brother. Okay, nimm du, ich nimm dich. Ich muss handeln, nimm du. Yeah.
He wants 5 Euro for a waffle. Am Ende, ich muss jetzt handeln. Ich tue jetzt so, als wenn ich nicht will, aber ich komme später nochmal. Chocolat Blanc, 1 Euro, right? Ii, was ist das für eine Junkie-Soße? Oh nein! Nein! Stopp! Ja? Nutella! Nein, Chocolat Blanc! Ah, Chocolat Blanc! Yeah, oui. Right. Welches ist das denn, Chocolat Blanc? Wie bitte? Mit Sahne. Willst du mit Sahne? Ja. Sahne? Ja, ja, Sahne. Ja. Ey, willst du Becher oder Waffel? Can you put this waffle over round? Nutella, yeah. Danke. Oh, merci. Thank you. Thank you. Was ist das denn für dir? Was ich will? Ah, du kannst Deutsch? Sehr gut. Ach so. Halleluja! Was war letztes? Hast du... Ah, okay. Jetzt habe ich leider bezahlt. Ah, ja, klar, ja. Wo haben wir denn hier geparkt? In welchem Fahrzeug? Hey, mein Lieber. Grüß dich. Mikrofon bitte. Ja. Ich kümmere mich hier um dein Mikrofon. Keine Sorge. Mach du nur den Rest. Du bleibst hier. Hey. Du kommst hier rein. Du bleibst hier. Ich werde lieber meinen Arm verlassen. Meinen Arm loslassen. Tu doch mal rein, Junge. Kann doch sein, dass wir genau jetzt 4 Stunden oder so erreichen. Bruder, hier oben ist die Mitte. Extra gelb. Ich muss eigentlich nichts dazu sagen, oder? Ja, ja, deswegen. Ich muss eigentlich nichts dazu sagen. Nein, gar nichts. Weißt du ja, warum? Ja, ich auch. Ich muss nichts dazu sagen. Ich muss dazu nichts sagen. Ja, ja, ich weiß. Wir beide. Weißt du warum? Deswegen, ja. Kannst du das kurz festhalten? Halte das doch mal ganz kurz fest. Bruder, ganz kurz, du schnittst doch mein Portemonnaie raus. Bruder, halt doch mal kurz fest. Ich muss doch kurz Portemonnaie rausholen. Ich bezahle das so, Bruder. Bist du doof? Das sind nur 6,30 €. Nimm mal. Wo warst du? Seid ihr verrückt? Ich hab doch kurz Geld abgehoben. Jetzt hab ich bezahlt. Oh, nein. Ja, guck mal hier, alles. Guck mal. Alles bezahlt. Willst du mir das Geld dann so wieder zurückgeben? Ja, ich zahle dir das dann so. Das waren 6,30 €. Ja, gib ich dir gleich. Komm, wir gehen erstmal zum Auto. Ich hab mein Geld im Auto drin. Hey, Walla, warum hast du bezahlt? Ach, unser Auto ist ja schon hier. Komm, wir gehen zum Auto. Ist ja direkt hier vorne. War natürlich nur Spaß. Wir fahren jetzt wieder nach Düsseldorf. Du fährst aber, ne? Das ist kein Spaß. Ich habe wirklich das Geld aufgetrieben. Das war kein Spaß, Leute. Ich zahle jetzt das Parkhaus zum zweiten Mal. Nein. Kein Spaß, nein. Nein, ist ja okay. Na gut, dann nicht wohl, Herz. Was denn? Wolltest du nicht? Wie? Doch nicht? Das war okay, Leute. Ja, wir fahren gleich Kaffee. Jalla. Ja, meine Damen und Herren, wie ihr seht, sind wir gerade Waffel essen. Ne? Der Kahn hat sich wieder eine exotische Waffel aus Miami gebaut, in dem Tomaten, Raffaellos, Jorges, Eis, Schokoladensoße und Schokoladenflavor zusammen ist. Ich habe komischerweise eine Waffel mit meinem Namen, obwohl ich keine bestellt habe, weil die ist für unsere kleine Biene Burak, unsere kleine Kamerabiene. Boah. Lecker. Boah. Burak, einfach mal essen und schmeiß die Kamera weg, hey, und iss einfach, Bruder, jetzt. Nimm mal einmal alles rein. Jetzt schnell. Lass. Genieß. Ich hab doch keine Luft bekommen. Krampen, sie waren in meiner Lunge. Ich schwöre auf Koran, ich hab keine Luft bekommen. Wallah. Wallah, du hast mir ein bisschen in die Lunge reingeschickt. Keine neue Gabel. Ess doch mal. Guck mal, wie lecker. Wallah. Dieser Genuss ist ein Gaumenschmaus. Läuft ja. Cappuccino. Nee, wir sind heute bei Mercedes. Warum? Wir werden heute, ja. Was für ein Darth Vader am Alien-Wagen. Guck mal. Nee, wir dachten eigentlich, wir machen ein eigenes Video separat nochmal, aber wir dachten uns, komm, weißt du was, wir hauen das in den Vlog rein. Wir werden heute die G-Klasse abgeben, ja. Tag ist gekommen, ne? War eine echt schöne Zeit. Und wir holen auch heute schon mein neues Auto ab. Und ich würde mal sagen. Das steht auch schon da. Sollen wir reingehen? Lass uns mal drinnen zeigen. Komm, wir gehen mal direkt rein, Leute.
Okay, Freunde, wir sind jetzt angekommen. Wir sind fertig und das Auto steht neben uns. Ne? Also wir haben echt lange gewartet darauf. Das Auto hat, glaube ich, 2,5 Jahre gebraucht, bis das angekommen ist. Also es ist ein sage ich mal, Sonderanfertigung. Ne? Ja, Sonderanfertigung. Er hat halt so ein paar Special Details, ne? Wo jeder wirklich sofort sieht, okay, das ist ein ganz neues Auto. Man muss auch sagen, das ist jetzt ein exklusives Auto, Fahrzeug. Da können jetzt nicht viele mit drin fahren, also... Das sind Zweisitzer, ne? Ich will einfach eigentlich nicht mehr so viel darüber reden, ne? Boah, ich will einfach mal die Kamera reden. Meinte, ich muss ganz kurz professionell sein. Ja. Karim, sei so wie du bist. Hör auf dich zu verstellen. Wie bei Haftbefehl. Ja Leute, wir sind auf jeden Fall heute beim Berater von Haftbefehl. Wenn ihr uns nicht glaubt, gut auf die Story. Hast du gemacht, rote Bremsklötze? Ja. Okay, sehr gut. Aber die Kombination geht wirklich nicht. Geht nicht, ne? Also mit BH also, geht nicht. Also bei dem AMG GT4 63S Brabus 900er Rocket. 900er Rocket geht das also nicht? Nein, also rote Bremsbeläge und BH geht nicht. Dann müssen wir uns jetzt entscheiden, willst du rote Bremsplätze oder willst du beige? Wallah, beige sieht heftiger aus. Also Freunde, wir sind gerade dabei, ne, unser neues Auto zu konfigurieren. Ne? Also es wird natürlich auch einige Monate dauern, bis er ankommt. Die Klasse gehen wir natürlich nicht so schnell ab. Ich habe eine Idee gehabt. Wir sind halt gerade am überlegen, ne, weil wir können leider das Fahrzeug, was wir nehmen möchten, wir können keine beige Innenausstattung nehmen mit roten Bremsplätzen und wir wissen gerade nicht, was wir machen sollen. Können wir Flügeltüren nehmen? Ja, ne? Flügeltüren gehen. Geht das bei dem Wagen? Ja, Flügeltüren. Nimmst du Flügeltüren dann und 7-facher Spoiler hin. Jo Freunde, das war's mit dem Vlog. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine kleine Tour mal wieder mit mir, Abdel und Burak. Ja. Falls ihr mehr sehen wollt, lasst einen Daumen hoch da, schreibt es in die Kommentare. Und ja, wir haben Sonntagabend. Ich chill jetzt mit Burak hier in der Bar. Er schaltet nebenbei am Laptop weiter. Ich genieße meinen Cocktail, meine Pfeife. Kommt vorbei, aber nur, wenn ihr 18 plus seid. Ja. Beverly's in Leverkusen. Ich freue mich in dem Sinne. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Ciao Freunde, macht's gut.